Jo, wir haben gerade gehört von Marcel Nöbis, ihr wohnt ja sehr nah. Er glaubt, dass du schon ein Tresor hast, wo deine ganzen Besitztümer, Pokale und auch der MVP-Award, den du schnell weggebracht hast, drin ist. Na, ich habe auf jeden Fall ein gutes Versteck, das ist schon mal klar. Der MVP, also erstmal vielen Dank, dass ich das geschafft habe. Aber wir haben so viele Jungs, die das genauso verdient haben. Also theoretisch Mannschafts-MVP, ich bin total begeistert von der Truppenleistung. Trotzdem ist es so, 9. Titel für dich persönlich. 9. Titel für dich persönlich. Was bedeutet das auch für dich? Ich weiß, ich glaube, jeder, der auf dem Eis steht und vor allen Dingen in die Playoffs kommt, dann weiß, was das für eine Opferbereitschaft braucht, um bis zum Ende durchzuhalten. Und diese Erinnerungen, die man danach hat mit den Jungs, was man verbracht hat, wie viel Zeit man auch verbracht hat mit denen, das ist so viel wert und das will man immer wieder haben. Und ich bin so dankbar, dass ich das noch einmal schaffen durfte. Das hört sich auch so an, als ob da kein Ende in Sicht ist. Naja, ich probiere doch mal anzugreifen nächstes Jahr. Also, und dann schauen wir weiter, ob es neue Erinnerungen gibt. Ich habe gerade vorher ganz kurz mit Riesch gesprochen. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, Riesch, wie du in der Saison auf einmal die ganzen Leute reinzogen hast. Niesen, dann hast du Bock geholt, dann noch Södergren. Dachte ich, wo sollen die alle hin? Ja. Was hast du dir gedacht? Im Endeffekt war das entscheidend, dass ihr so tief wart. Erstens mal entscheidend. Und ich finde immer, das ist so ein Anzeichen von einem Club, der sagt, wisst ihr was, wir wollen weit gehen dieses Jahr. Und das ist natürlich ein Signal an die Mannschaft, die sagt, okay, wir ziehen mit. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu seiner persönlichen Leistung. Danke.